Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planetenkurser. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. So, ich habe heute die Ehre, unsere Abozahl zu erhöhen. Und zwar auf über 2080 sind wir mittlerweile gewachsen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für den ganzen Support. Vielen Dank für die ganzen Views. Vielen Dank für die ganzen Abonnements. Vielen Dank für alles. Wirklich vielen, vielen Dank. Und in der heutigen Folge, setz dich hin, halt dich fest, werden wir einen Teil vom VOD-Ride schon fertigstellen. Und zwar werden wir heute den Sultanspalast fertigstellen. Jawohl, du hast richtig gehört, wir werden endlich heute den Sultanspalast fertigstellen. Es ist ein ganz kleiner Teil vom VOD-Ride, ja, ich gebe es zu, aber es ist schon mal ein Teil. Es ist schon mal ein ganz kleines Teil, Step by Step, wie man damals sagte. Und ich habe damit angefangen mit der Lampenausrichtung, also mit der Beleuchtung, mit so einem Beleuchtungskonzept. Und ich wollte eine gemütliche Atmosphäre schaffen mit der Beleuchtung. Die sollte auch nicht zu hell sein und die Lampen sind natürlich perfekt dafür. Ich hatte die ja eh schon außen angebracht, jetzt haben wir die auch im Innenbereich positioniert und ausgerichtet, ja. Und ich habe nicht zu viele hingesetzt, ich habe an jedem Pfeiler eine positioniert und natürlich oben an dem Rondell oder beziehungsweise an der Kuppe. Und das reicht dann auch. Also es sollte wirklich nicht taghelder werden, weil sonst hätte ich auch irgendwelche LED-Strahler da hinsetzen können. Und das ist meiner Meinung nach unpassend an diesem Fleck. So, da habe ich dann probiert, welches Dach nehmen wir? Es gibt ja einmal diese abgerundete Variante und einmal diese eckige. Und ich habe mich dann schlussendlich für die eckige entschieden, habe dann, ja, es sah einfach nicht aus mit dieser abgerundeten. Und natürlich das Eierschalengelb haben wir die natürlich wieder umgefärbt. Und dann habe ich die nebeneinander gesetzt und dann fiel mir ein, von unten könnte das, kommen wir gleich zu, Moment, pass auf, so, und von unten, naja, das sieht noch nicht so ganz toll aus. Dann habe ich mich einen kleinen Trick bedient und zwar vom Thema Gruselbereich, da gibt es ja Marmorboden und wer sagt, dass der Boden nicht auch für die Decke geeignet ist? Genau, und dafür, dann haben wir den Boden umfunktioniert als Marmordecke. Finde ich persönlich sehr geil. Muss ich schon sagen, es gefällt mir richtig gut. Das Ausrichten war ein bisschen, ja, tricky, weil ich musste fast an die Grenze, an die Außengrenze des Gemäuers gehen und musste aber darauf achten, dass das nicht flimmert, also nicht rausflimmert. Und das habe ich dann nachher hinbekommen. Dann greife ich jetzt schon mal vorweg, ne? Darf ich ja schon mal, ich darf mich selber spoilern und dich natürlich auch. Und da siehst du zum Beispiel auf der linken Seite, guckte das dann so ein bisschen raus, dann habe ich das alles markiert, habe das dann alles nach rechts geschoben. Und dann war das eigentlich relativ zügig und ja, sieht meiner Meinung nach sehr geil aus mit der ganzen Marmordecke. Also wirklich, ich bin da hoch zufrieden mit. Und im Außenareal, ich habe nachher ein Raster gekriegt, da musst du mal auf meinen Gesichtsausdruck achten. Also das ist nicht irgendwie, weiß nicht, ein Anfall oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, ich habe mich aufgeregt. Weil im Außenareal haben wir dann natürlich, habe ich natürlich dann auch schon weitergemacht, also am Palastaußenareal und wollte ich alles fertig haben und dann die Bäume waren auf einmal im Weg. Das siehst du nachher auch. Du musst mal drauf achten, das sieht ein bisschen komisch aus, glaube ich. Und es ist, ja, es war echt nervig, aber ich habe es hinbekommen, natürlich, und es sieht sehr gut aus. Es sieht wirklich komplett sehr gut aus und da siehst du einmal, guck mal, oh, ist das schön, ne? Wunderbar sieht die Decke da aus, also ganz herrlich. Ich bin da echt zufrieden mit, hochzufrieden. Und dann ging es ins Außenareal, wirklich. Also ich habe natürlich wieder den Fehler gemacht, habe zuerst die Bäume platziert, warum auch nicht. Ich lerne niemals dazu. Da flackerte übrigens noch was durch und deswegen hatte ich das nochmal umgesetzt, den Sternenhimmel. Man setzt ja nicht zuerst die Bäume, die Büsche dahin. Nein, warum auch? Das könnte ja auch zu einfach sein. Ich hatte gedacht, komm, setz erst die Bäume dahin. Und dann die Büsche und ich habe nachher wirklich einen Ausraster geschoben, weil die Bäume immer, permanent wirklich immer im Weg waren. Und ja, was habe ich noch gemacht? Genau, die Pilze habe ich natürlich auch noch dahingesetzt, siehst du ja gleich noch. Und was habe ich noch gemacht? Ah ja, den Sand habe ich natürlich noch entfernt. Den Sand da vorne, den du da überall rumliegen siehst, habe ich noch entfernt. Und ich habe natürlich noch was gemacht, aber das spoilere ich jetzt nicht, weil sonst guckst du ja nicht zu Ende. Ne? Sonst würdest du ja nicht die Folge zu Ende gucken und deswegen gehe ich jetzt nicht weiter oder beziehungsweise erzähle ich jetzt nicht, was weiter passierte, sondern ich wünsche dir viel Spaß. Guckst natürlich zu Ende. Selbstverständlich. Gehört sich so. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du ganze Zeit dabei bist. Neu dabei bist.
oder einfach nur da bist. Ja, bedanke mich dafür und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso, im Anschluss Timelapse gibt es natürlich wieder so einen Rundflug, einen sensationellen Rundflug. Ich hatte extra eine Drohne gemietet, die dann extra hier so, ja, 12K-Aufnahmen gemacht haben. Ja, also ich wünsche dir noch viel Spaß. Geht nicht mehr allzu lange. Also bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.